Dann schauen wir uns heute mal an, wie denn das mit dem Open Shot funktioniert, dass wir da unsere Videoclips zusammenschneiden können. Einfach nur die grundlegenden Methoden, die sich da anbieten. Also, ich starte da mal. Open Shot. Und habe also da diese grundlegenden Features, die kann ich mir da einstellen. Also es muss nicht immer so diese Icons diese Form haben, die schauen unter Windows vielleicht ein bisschen anders aus. Aber da gibt es ja so Trenner und mit denen kann ich mir das da schmäler machen. Ja? Und so einrichten, dass ich dann das alles sehe, was ich haben will. Da unten haben wir schon einmal Spur 1, 2, 3, 4, 5 vorgegeben. Und da mit dem Slider kann ich da hinein und herauszoomen. So, jetzt ist noch nichts da. Alles, was ich sehe, da steht unbenanntes Projekt HD 720p 30 FPS. Frames per Second. Gut, der erste Schritt ist, ich muss mir mal ein paar Videodateien hinzufügen. Das geht am leichtesten da mit dem Plus. Und dann sollte man wissen, wo habe ich denn jetzt diese Videodateien da gespeichert? Ah, ich glaube, die waren da auf der externen Festplatte. Die verbirgt sich da bei mir da. So, und wenn ich jetzt das erste da anklicke, dann ladet es gleich rein und dann muss ich wieder in das Menü reingehen. Darum gehe ich da her und drücke einfach die Steuerungstaste und damit habe ich das erste markiert, ohne dass ich irgendwas halten muss. Und in meinem Fall sind das ja jetzt da 1, 2, 3, 4, 5, 6 Videodateien. Also ich fahre mit der Maus zur letzten hin, drücke die Shift-Taste, die Großschreibtaste und klicke das letzte an. Jetzt sind dann alle da dazwischen markiert und ich sehe da schon, ich möchte da Music, die Musik, die ich vorher ausgesucht habe, auch dazu nehmen. Gut, das hätte ich jetzt auch vorher mit Shift machen können. Aber auf jeden Fall, das sind meine Videodateien, das ist die Musikdatei und die hole ich jetzt alle auf einmal einfach da rein. Zack, da sind sie schon. So, das erste, was ich jetzt dann tun muss, obwohl ich zwar weiß, womit ich da aufgenommen habe, aber ich schaue mir das einmal an. Rechte Maustaste, Dateieigenschaften und dann sehe ich da viele verschiedene Sachen. Das, was mich interessiert, das ist jetzt da Breite 1440, Höhe 1080. Das ist mal das Erste. Ich sehe zwar, dass das ein Seitenverhältnis von 16 zu 9 ist, aber das ergibt sich da automatisch. Und Zeilensprung. Also, ich habe das jetzt noch nie auf Deutsch gesehen, aber der englische Ausdruck heißt Interlaced. Also, das erkläre ich jetzt gar nicht. Also, Zeilensprung interlaced, nein. Wir werden es jetzt noch gleich sehen, warum wir das brauchen. Ja. Das reicht eigentlich schon. Passt, dann sage ich da abbrechen, da will ich jetzt nichts aktualisieren. Und dann muss ich nämlich für mein Projekt das richtige Profil auswählen. Und da ist jetzt das, was dort oben angeführt war. Und wenn ich das runterklappe, dann habe ich da gescheit eine Menge Profile, wie ich da Videos machen kann. Und jetzt schauen wir mal. Da haben wir schon, wer da jetzt schaut, der wird gleich merken, 1920 mal 1080 haben wir ja schon da. Aber da gibt es jetzt noch viel mehr da, gell? Ja, und da haben wir jetzt dieses 1920 mal 1080, 25 Frames per Second und das nennt sich HD 1080i für Interlaced. Das ist dieser Zeilensprung. Also nein, haben wir gesagt, da fallen jetzt einmal D aus. Dann bleibt also nur mehr übrig 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Varianten. Naja, wir haben aufgenommen mit 25 Frames per Second. Das machen alle. Das wäre jetzt nur, wenn ich jetzt sage, ich nehme schon von vornherein irgendwie ein zeitverkürztes Video auf, dass ich da 60 Frames per Second habe, aber üblicherweise 25 Frames per Second, das reicht. Passt, dann wähle ich das aus. Und da steht es jetzt noch, da steht es jetzt richtig, 1029 mal 1080, Frames per Second 25, sonstiges interlaced false, also non-interlaced. Passt. Das war jetzt das zweite, was ich gemacht habe, nämlich das richtige Profil ausgesucht. Und eine gute Idee ist es dann immer, dass man sagt, speichern. Weil wenn das abschmiert, dann können wir wieder von vorne anfangen, das will ich ja nicht. Also, sage ich dann einfach, na, Projekt speichern. Unter und
das mache ich jetzt natürlich da wieder auf meiner Festplatte. Da Videos, digitale Welt, OpenShot. Und das nenne ich jetzt DW 27, war das, gell? DW 27 OpenShot. Okay. Speichern. Der Zustand ist jetzt mal eingefroren. Ja. Und dann geht man her und sagt, ja mei, ich fange einfach einmal an da mit dem ersten Video, ziehe mir das mit der gedrückten Maustaste da runter und kann es jetzt da bis am Anfang schieben. Das klickt da an diese vorhandenen Linien eh schon an. In dem Fall ist das da dieser Slider, wo ich da, man sieht es da oben, also so, wo auch immer ich das Bild dahin tue, wahrscheinlich sieht man es oben. Oben. Da kann ich so hin und her fahren und sehe, was da in dem Video ist. Gell? Und jetzt habe ich gleich am Anfang zum Beispiel, dass ich sage, okay, ich möchte da anfangen. Kurz vor der Schnalle. Wo ist denn das genau? Ja, und wenn ich da jetzt nicht genau weiß, wo das ist, dann fahre ich da praktisch in das Video hinein. Okay, und kann das jetzt da Bild für Bild da weiterspulen und sagen, da möchte ich es haben, bevor das auftaucht. So. Hier ist meine Schere und mit dem Trennwerkzeug schneide ich das dann einfach auseinander. Das schneidet dann schon Frame genau. Schneidewerkzeug wieder ausschalten, Video markieren, entfernen, Taste drücken und weg ist es. So, dann habe ich das jetzt einmal ganz am Anfang. So kann ich das dann wieder vergrößern. Ja, dann machen wir doch gleich das zweite Video da dran. Und da habe ich dann schon die nächsten Möglichkeiten. Ich kann also jetzt, so wie da, einfach hergehen und sagen, zack, ein harter Übergang. Aber passt das wohl wirklich? Da ist das am Anfang verschwommen und da fängt es erst so richtig an, so gerade zu sein. Dann nehmen wir wieder das Schneidewerkzeug, schneide den Anfang da weg. Schneidewerkzeug aus. Da gibt es sicher irgendwelche Tastaturkürzel. Und dann schiebe ich mir das da dran. Geil. Und jetzt habe ich da die Möglichkeit. Entweder harter Übergang. Oder ich denke mir, ich schiebe das da drüber und mache da eine Überblendung. Überblenden heißt jetzt, geil, also wenn ich mir das jetzt anschaue, da sehe ich das Ende von dem unteren Film nicht mehr. Aber ich habe da Übergänge. Jetzt nehme ich zum Beispiel da ausblenden, klingt gut. Bloß nicht zu viel Schnickschnack. Den kann ich da in der Kürze Dauer Ende möchte ich nicht so lang machen, sondern machen wir es jetzt mal 5. Und auf die Art und Weise hole ich mir jetzt einfach da alle Videos da rein. Da fängt das an. Schneiden. Da machen wir Speichern dazwischen. Ja. So, ich habe jetzt da ein bisschen gekürzt. Und zwar ein bisschen drastisch gekürzt. Von 2 Minuten und irgendwas runter auf 55 Sekunden, weil das Musikstück nur 55 Sekunden lang ist. Dann brauchen wir noch einen Titel. Das geht ganz leicht. Titel. Für die animierten Titel, da müssen wir Blender installieren. Das lasse ich jetzt einfach einmal weg. Normaler Titel reicht. Und was nehmen wir da? Türen. Speichern. Und in dem Moment, wo ich es gespeichert habe, habe ich da schon so eine SVG-Datei. Und die kann ich mir einfach da runterziehen. Und genau sagen, wie lange ich die haben will. So, Dauer, Start, Dauer, eine Sekunde. Ja, ich glaube, das dauert schon länger da. Okay, das muss ich mir jetzt nochmal spielen, da mit der Dauer. Weil so lange will ich das nicht haben. So, jetzt ist das da fertig. Ich tue noch einmal speichern, dass nichts verloren geht. Das ganze Projekt haben wir jetzt da.
das ganze Video. Und dann muss ich nur sagen, Dateiname soll so sein, der Ordnerpfad passt, das wird eine MP4-Datei in dem Format, Qualität hoch, Video exportieren. Das dauert jetzt ein bisschen. Da kann man durchaus zuschauen. Ich gehe mal die Tür zu machen. Wie weit haben wir es denn schon? Halbzeit erst. Ah, da kann ich noch was erledigen. Dabei geht der Computer da eh schon recht schnell. Das ist ja eine Rennschüssel im Vergleich zu dem, was ich vorher gehabt habe. Gefühlsmäßig geht es da viermal so schnell wie mit dem alten Rechner. Das heißt, wenn das jetzt da 5 Minuten dauert, was hat es dann beim alten gedauert? Zack, erledigt. Das ging ja jetzt doch recht flott. Gespeichert ist alles, OpenShot, und jetzt haben wir da drinnen DW27 OpenShot. Und wenn wir das jetzt anschauen, ja, ich glaube, das schaut nicht schlecht aus. Wir sind jetzt da eh fertig. Ich schneide das gerade noch ein bisschen zusammen. Der Pauli wird mir da nicht so viel helfen daneben. Bestenfalls zuschauen. Und ihr solltet das jetzt einfach selber ausprobieren. Ziel ist, den nächsten Blockbuster für 2021 zu schneiden. Tschüss. Was meinst du, Pauli? Jetzt, wo wir fertig sind. Okay. Passt. Verabschieden wir uns.